Oh, wenn jetzt noch Schade. wieder irgendein Ja, wir Boxenwacker. müssen es jetzt durchziehen. Wir sind über eine halbe Stunde dahinter. Ihr könnt es ja trotzdem noch versuchen, ob es klappt oder nicht klappt. Habe ich schon wieder einen Boxenback gehört. Ja. Dukschak versucht es nochmal. Trotzdem der Bug wieder bei Dukschak. Anateka, wie sieht's aus bei dir? Er versucht es gar nicht erst. Dukschak ist nochmal da. Schweißdock ist auch noch nicht rausgefahren. Schweißdockel. Aber die fahren, versuchen auch nicht rauszufahren. Ne. Gut, ich bin auf der Strecke. Wir können ja nichts mehr daran Ja. ändern. Tut mir sehr leid, wir haben jetzt lang genug das Ganze versucht. Jetzt fahren wir das Quali und freuen uns auf ein schönes So, Rennen. Lenz ist, Es tut uns leid. ja, wie gesagt, Lenz ist jetzt rausgefahren. Gesagt, Undertaker hier. Dukschak. Ja, und Schmalzlocke. Warten und hinten Wir starten gucken. probieren. Ja, können Sie auch versuchen. So, Gut. Schmalzlocke jetzt auch on Tour. Ja, das ist natürlich eine Idee, Ja. dass ihr das Rennen von hinten startet. So, ich brauche hier ja gar keine Einstellung, weil das ist ja eher deine Geschichte hier. So, wir gehen mal durch. Alle auf der Strecke. Jetzt vorneweg erstmal Klecks. Ja, ist schade, aber was willst du machen? Ja. Wir haben alles versucht. Mehr geht nicht. So, Klecks jetzt als erster auf seine fliegende Runde. Euch ist der Bug? Was? Ja. Undertaker, tut mir leid. Also, ich weiß nicht mehr, was wir machen sollen. Nun geht's los. Quali. Vierter Versuch mittlerweile, wir sind eine halbe Stunde zurück. Ach, Duck ist der Bug. Ja, das kann sein, dass er. Ich, wie gesagt, bei mir in der Lobby war schon das Problem, jetzt beim Hübi das Problem. Schade ist das. Wir bleiben mal hier vorne, schauen, was der Anna, ach, der Nissan GT-R vom Klecks hier macht. Dahinter direkt Vice Racing, Sushi Grete, Mirko Walden. Mikro wollte ich schon sagen, aber es passt nicht ganz. Sven auf der 5 Ja. erstmal, The Great Beamy, Zappliger Boy und Gigi. Du kannst ruhig Mikro sagen, das habe ich in den ersten zwei Rennen auch gesagt, bis er mir gesagt hat, Ja. das heißt Mirko. Ja, manchmal erzählt man das und dann geht das so schnell, auf einmal bist du irgendwie im falschen Thema, ne? Ja, ich habe ihn auch erst zum Mikro gemacht und dann erst zum Mirko. So, jetzt durch Schumacher S hier. Der Nissan GT-R direkt dahinter, der Porsche von Vice Racing. Oh, ein bisschen weit rausgekommen, Klecks, mit dem GT-R. Und jetzt verbremst er sich hier auch. Oder er lässt Vice Racing einfach vor. Sushi Grete ist auch durchgerutscht, aber wie gesagt, ist ja noch die Boxen-Outlap. Wir gehen mal auf Vice Racing. Ich lade euch den Stream natürlich wieder bei YouTube hoch, dann allerdings nur mit der letzten Quali. Sonst wird das zu lang. Wir sind nämlich schon, ich schau mal kurz, eine Stunde fast auf Sendung. Die braucht ihr euch natürlich nicht reintun. Weil da haben wir nichts Produktives geschafft. Schönes Design von Vice Racing. Matt schwarz und glänzend schwarz. Auf geht's, erste fliegende Runde. Sushi gerät direkt dahinter. Der hat hier mal einen 1,54, 8 direkt. 54 gelegt. Fuck, ne? Aber Ja. Sushi gerät nur 2 Zehntel dahinter. Wenn Ja. auch eine 55-1, auch ganz knapp. Geh mal auf den Klecks, was hat er gemacht? 202. Ja, das geht aber noch mehr. GG mit dem Honda NSX, der einzige hier, jetzt auf Startziel. Auch. 1,58,8, der GG. Also nach der ersten Runde sieht es so aus, als wenn Vice Racing in die Pole erstmal hat mit 54,8. Vierte Runde. Ah, Schmalzlocke hat hier Pink überm Auto gehabt.
ist jetzt auf der Zufahrt NGK-Schikane. Da ist die neue schnellste Runde von Milo 1.54.1. Ja, aber wie gesagt, Schmalzlocke ist hier 0,4 Purple. Ja, Schmalzlocke aktuell auf letzten. Platz 4, ne? Ja, oh, der Abflug vom GG. Gehen wir einmal wieder nach vorne. Auch der Milo hier vorne war auch Purple, verbremst sich aber hier im Haukaken. Ja, und wie gesagt, Schmalzlocke Paul 1,53,7. Pinky, danke für dein Follow. Schön, dass du dabei bist. So, Schmalzlocke 1,53,799. Wie du gerade sagtest, ist der Bombenrunde. Ja. Wahnsinn. Gehen wir einmal auf ihn drauf. Der ist schon wieder auf Purple. Also ich bin ja auch ein flotter Junge, ne? Aber eine 53,7 schaffe ich nicht. Wahnsinn. Hat aber ein Zehntel verloren. Starke Runde, wirklich starke Runde hier. Der Undertaker versucht es jetzt nochmal. Versuchst du nochmal rauszufahren? Ich glaube nicht, dass es klappt. Mirko Walden, ich wollte schon wieder Mikro sagen, 54,9 jetzt. Zappliga Boy 58,9. So, was macht der Lenz? Ja, knapp über seiner Zeit. Ja, und hier Klecks, 4 Zehntel auf persönlicher Bestzeit. Und Schmalzlocke Paul ist wieder auf Purple. Flugstark, danke. Es tut uns leid, wir haben alles versucht. Ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. So, jetzt hier die letzte Schikane und dann geht's in die ehemalige Coca-Cola-Kurve. Undertaker zu uns in der Party. Könntest du ja, aber das Problem ist, der Stream hängt ein paar Sekunden hinterher. Dann kannst du das nicht mitkommentieren. Neue schnellste Runde, 53,6 vom Schmalzlocke. Unglaubliche Zeit hier. Also der Kollege gehört auch nicht in den Split C. Ich denke mal, der wird ruckzuck nach oben kommen in Split A, weil das sind ja Zeiten. Ich bin mal gespannt, was die schnellste Runde aus Split A wird nachher. Ja, hier, wie gesagt, ich beobachte hier den Klecks. Der ist jetzt schon über eine Sekunde über seiner Bestzeit unterwegs. Racing jetzt mit 54,3. Knappe 0,6 Sekunden ist der Mirko Milo dahinter. Sag einfach Mirko, das reicht. Wie sieht's aus? Sollen wir einen Undertaker mit in die Party holen? Du kannst den gerne dazu holen. Mir ist das doch relativ. Ja, Problem ist, dass ich das Live-Bild habe. Da kann ich nicht mehr eben rausgehen. Ja, dann hier gehen wir zum Milo mit dem GTR. Ist auch persönlicher Bestzeit. 3 Zehntel. Wir haben noch 6 Minuten 30. Letzter Driver 55,1 jetzt persönlich schnellste Runde. Der GTR hier durch die Schikane. Ganz schön abgekürzt. Gucken wir mal, was eine Strafe gibt. Abkürzung. So Greg Beanie hat den Raum verlassen. Das ist natürlich auch nicht schön. Oh, Anatech. Milo jetzt hier auf der Geraden, das war ein wilder Drift. Ich glaube nicht, dass das noch besser wird. Doch, 1,54,0 kratzt auch ganz knapp an der 53. Vice Racing im Autopilot. Sushi Grete im Mercedes. Schnellste Runde 55,0. In der vierten Runde nochmal eine 55,0 gefahren. Hauchdünn langsamer. Und schaut euch mal an, wie eng das ist. Sushi Grete hat 0,6 Sekunden Rückstand auf Platz 3. Auch Vice Racing im Porsche. Sven Runke nur 1,5 Zehntel hinter Sushi Grete. Schmalzlocke, neue schnellste Runde, 53,3. Unglaublich. Hammer. Also, der liegt ja hier los wie die Feuerwehr. Da denke ich mal, wird im Rennen locker die 52 fallen. Boah. Der Junge ist aber mal richtig schnell. Hat jetzt knapp 8 Zehntel vor Milo. Und Milo ist ja nun auch nicht wirklich der Langsamste. Also, Wahnsinn, Rundenzeit, wirklich. Wir gucken mal, was Sushi Grete jetzt macht. Kann sich ein bisschen verbessern oder nicht in seinem Benz. Und nein, kann sich nicht verbessern. Wie sieht es mit Sven aus?
Sven 55-1. Klecks in der Box, der holt sich ein bisschen Sprit, denke ich mal. Ja, muss er wohl Sprit holen. Oder es reicht für ihn. Ja, hier wird nicht getankt. Ich gucke mir gerade an. Die Mechaniker stehen tatlos hier rum. Oh, da macht er vielleicht eine Pause. Was ich stark finde, zwischen Platz 6 und 7 sind es 0,7 Sekunden. Aber zwischen Sven und Lancer Driver sind es nur 0,004 Sekunden. Das ist ja kein Abstand. Ein Wimpernschlag. Nee, das stark. Noch nicht mal, das ist ein Blatt Papier. Genau, und die Runde war nichts. Dann gehen wir auf Platz 8. Gigi mit dem Honda NSX, schnellste Runde 58,8. Ja, ist auch ein sehr tricky zu fahrendes Auto. Er bessert sich um 3 Zehntel jetzt, bleibt aber auf Platz 8. Zappiger Boy kommt jetzt noch aus der Box. Wie sieht's aus mit Mirko im M6? Oh, kleiner Drift. Jetzt kommt Mirko zur ersten Zwischenzeit und ist 1,3 Sekunden langsamer. Dann wird das jetzt auch nichts für Mirko. Ja, Undertaker, ich habe die Einladung rausgeschickt zur Party. Ja, mal schauen, ob er es gleich annimmt. Klecks immer noch in der Box und Schmalzlocke 2 noch mal schneller. 53, 2, 9, 8. Also stark. Stark, was er hier macht. Ja, gut. Hat auch kaum noch Sprit im Tank. Der Paule. Aber der bewegt hier den Aston Martin auch richtig gut rum. Ja, also die Zeit ist phänomenal. Ich bin jetzt noch auf Schmalzlocke drauf, damit wir ihn auch mal im Bild haben. Entschuldigung, auf Mirko. Sushi-Geräte, neue schnellste Runde für ihn. 54,8. So, wie sieht's aus mit Mirko? Da steht einer im Hatzenbach-Boden. Schnellste Runde vom Mirko 59,1. Kommt ganz gut raus hier aus der Schikane, jetzt Richtung Coca-Cola-Kurve und dann schauen wir mal, ob er sich verbessern kann. Nein, ja, kann sich nicht verbessern. Gehen wir wieder nach vorne. Schmalzlocke. Ja. Einige Jungs, ich stelle gerade fest, einige Jungs wissen noch nicht, wie weit man die NGK-Schikane kappen kann. Das ist sehr interessant zu sehen. Ja, der Undertaker sagt gerade, er versucht erstmal noch am Rennen teilzunehmen. Das ist sehr löblich. So, Schmalzlocke aber mit knapp 7,5 Zehntel Vorsprung. In der Kaschikane kann man wirklich sehr viel Zeit gut machen, weil man die echt krass cutten kann. Ja. So, jetzt hier letzte Kurve rausbeschleunigen. Liegt aber auch gut das Auto, muss man wirklich sagen. Und also neue schnellste Runde 53.110. Stark. Gehen wir auf den Nissan GT-R vom Milo. Fast eine Sekunde schon zurück jetzt mit einer 54.0. Oh, da gab es eine Kollision zwischen Gigi und Milo. Dann gehen wir mal auf Vice Racing im Porsche. Aktuell 0,3 Sekunden auf Milo. Und auf Sushi-Geräte 4,5 Zehntel Rückstand. Vorsprung, Entschuldigung. Und der 54,3 ist eine Bombenzeit hier für den Nürburgring im Gruppe 3 Auto. Ja, da komme ich noch lange nicht hin. Meine Bestzeit ist hier immer noch eine 56. So, schauen wir mal. Jetzt kommt gleich die nächste Zwischenzeit. Und wir haben eine Minute nur noch. Das heißt, die Jungs haben noch maximal diese und die nächste Runde. Da kommt die Zwischenzeit für Vice Racing. Auch 1,2 Sekunden zurück auf seine persönliche Bestzeit. Gehen wir auf Sushi-Geräte im Mercedes. Geiles Design. Das hat gerade auch lange gedauert zum Lackieren. So, Zwischenzeit kommt. Ah, ist auch nicht auf persönlicher Bestzeit, oder? Na, ein Zehntel nur zurück. Bleiben wir mal drauf. So, jetzt hier durch, runter zur Mühlenbach-Schleife. 24er haben wir die großen Driftshows hier. Sven Runke ist genau hinter ihm. Das heißt, die beiden sind auch hier im Zweikampf um die Plätze. Ja, Milo, ich hab's gesehen. Aber steht ja momentan auf Platz 2 hier in der Quali. Und Sushi-Geräte. 1,5 Zehntel Vorsprung. Hat einen super Sektor hingelegt. Jetzt ist Schumacher erst durch.
anbremsen und hier kann man auch schön den Körb mitnehmen. Kommt da sauber durch. Letzte Runde, Restzeit 3 Minuten. Und jetzt gleich sehen wir die nächste Zwischenzeit. Mal schauen, wie es hier aussieht. Hat er seine Forschung immer noch 1,5 Zehntel. Konnte sogar leicht ausbauen. Wie sieht es beim Sven aus? Aber Sven ist 7 Zehntel auch persönlicher Bestzeit. Das heißt, Sushi-Geräte muss richtig fliegen lassen, sonst ist der Sven gleich vorbei. Aber Klex hat sich auch dazwischen gesetzt. Klex jetzt auf Platz 5. Das wird sich aber gleich ändern, wenn der Sven gut durchkommt. So, jetzt hier in die Coca-Cola-Kurve, rausbesteuern auf Startziel. Und dann wird sich Sushi-Geräte vielleicht auch... Ja, Paul ist mega krank. Also was Paul für eine Zeit fährt, nicht ganz hat sich Sushi verbessert. Aber eine 54,4 vom Sven. 0,033 ja, Sekunden mal, zurück hinter Vice Racing. Ich sag mal Hallo zum One Trunks. Ich grüße dich auch, Altenhaudegen. One Trunks, hier hallo. Hier ist der Hübi, mein Freund. Wir sind jetzt auf Mirko drauf. Im M6 mal schauen, ob er noch verbessern kann. So, raus aus der Schikane, jetzt in die Coca-Cola-Kurve, der zweite BMW auch gleich dahinter. Undertaker wartet noch in der Box, er hofft, dass er gleich das Rennen wenigstens starten kann. Und Paul hat sich kurz vorm Quali-Ende sein Auto zerschossen. Mirko hat sich nochmal verbessert. Mirko damit auf Platz 9. Und schaut euch das an, die ersten 10 hier innerhalb von kleinen 6 Sekunden. Aber wie knapp ist es, von 8 auf 9, von 9 auf 10, 1 Zehntel. 8 hat 3 Zehntel Vorsprung auf 9 und dann einen Sprung von 3,3 Sekunden. Das ist natürlich eine Menge. Wir müssen jetzt noch die Minute warten hier, weil der Undertaker in der Box ist. Lance Driver ist 3 Zehntel hinter Klecks. Dem Klecks fehlen 0,05 Sekunden auf Sushi-Geräte. Sushi-Geräte 4 Zehntel Rückstand auf den Sven. Der Sven auch nur 0,033 Sekunden Rückstand auf Vice Racing. Vice Racing fehlen 3 Zehntel zum Milo. Und dem Milo fehlt eine Sekunde auf Schmalzocke Paul. Also eine gigantische Pole vom Paul. Starkes Ding. Ja. Mich würde interessieren, für welchen Club der fährt. Aber das finde ich auch noch raus. Ja, ich suche noch Fahrer bei uns bei WS Racing Esports. Also komm zu uns. Ja, nimm du dich mal zurück. Ne? Ja, alles gut. Ja, denn ich bin ja nun auch der Scout hier bei uns bei den Nightwölfen. Ach, dann haben wir so, dann müssen wir sozusagen jetzt hier gegenseitig die Jungs abwerben. Ach Quatsch. Nein, ist alles Spaß, alles gut. Das weiß ich, letztendlich muss das jeder Fahrer selber entscheiden, wo er hin möchte. Genau, das sehe ich auch so. Ja, Trunks, willkommen im Chat hier. Ja. Schön, dass ihr alle dabei seid. Undertaker, wir drücken die Daumen, dass du jetzt mitfahren kannst. Und One Trunks, grüßt mir die Anne. So, da ist das Ergebnis nochmal für euch und jetzt startet das Rennen. Ja, das geht zum Glück automatisch. 32 da Runden, knappe Stunde, also um 20:10 fertig, wenn alles klappt. Auf geht's, Rennen. So, und in der Startaufstellung sehe ich ganz hinten den Undertaker. Jetzt drücken wir die Daumen, dass der Undertaker mitfahren kann. Dann wissen wir auch beim nächsten Mal, dass der Kollege Duschak auch mitfahren kann. Also ich behalte die letzten 6 im Auge, du die ersten 6. Jo, Schmalzocke bis Erklecks. EHR, was ist das? Und Undertaker kommt nicht weg. Bleibt stehen. Schade. Ja. Und was ein Start von Paul. Dann Paul schon vorne weg. Oh, der Milo spät auf der Bremse und schießt den Paul auch noch ab. Da rumpelt es aber ganz schön in der ersten Kurve. Ja. Oha. Ja, da ist P1, P2 zurückgefallen. Ganz schön gerumpelt hier jetzt. Aber ich weiß, dass der Paul sich wieder nach vorne kämpft. Jetzt vorneweg erstmal der Sven, Vice Racing, Sushi-Geräte, Klecks, Lance Driver, Gigi, Mirko, Zappliger Boy und hinten dran Schmalzlocke und Milo. So, ich guck mal eben, das ist alles hier noch schadentechnisch glimpflich davon gegangen. Ich bin vorne drauf bei Vice Racing, der schon eine Sekunde zurück ist. Aber dahinter sehr, sehr eng Vice Racing, 0,7 Sekunden Vorsprung vor Sushi-Geräte. Lance Driver auch ein kleines Problem gehabt, musste hier den Klecks vorbeilassen.
Ja, Milo kann passieren, hat sich verbremst. Aber den Paul vorbeigelassen, was sehr fair ist. Und jetzt werden die beiden von hinten durchs Feld fliegen. Das gibt uns noch mehr Spannung. Bin gespannt, wie das hier aussieht. Mirko jetzt gerade vorbei am JJ. Ja, ich bin vorne drauf noch bei Bugs Racing, weil die ersten drei sind eine Sekunde jeweils auseinander. Sven eine Sekunde Vorsprung. Und Zappeli Gebäude will jetzt auch hier vor der NGK-Schikane vorbei am JJ, aber da macht JJ schön die Tür zu. Und dahinter ist schon Paul. Paul schnappt sich jetzt hier schon den Zappeling Boy. Oh, und jetzt wird's ganz eng, weil auch JJ wieder. Oh, guck dir das an. Paul eben durchgestochen. Super Manöver. Schauen wir uns die Wiederholung mal an. Irgendwie klappt das bei mir. Ich weiß nicht, ob meine Tastatur kaputt ist, aber die Wiederholung will er bei mir nicht abspielen. Warum auch immer. Ja, jetzt kommt, wie gesagt, Angriff. Zappeliger Boy, aber. Er steckt noch was zurück. Der Dreher. Gigi, da konnte der zappelige Boy aber, glaube ich, nichts dafür. Nee. Ach, schade. Milo ist direkt dahinter mit dem GTR. Ja. Ja. Geh mal nach vorne auf den Sven, der nur 4 Zehntel Vorsprung hat. Vice Racing hat sich dran gekämpft. Direkt dahinter Sushi, Grete, Klecks und der Lance Driver. Ja, und Schmalzlocke jetzt hier. Schnappt sich den Mirko innen. Bikes Racing auch nur ein Zehntel. Rückt sie jetzt daneben. Zieht nochmal zurück. Ja, also ich gehe mal jetzt hier. Wie gesagt, Mirko musste jetzt hier den Paul ziehen lassen. Ja, und Zappeliger Boy kriegt jetzt hier schon Besuch vom Milo. Ja, hat der Zappelige Boy den Milo immer dann Lockere durchgelassen. Hat gemerkt, der ist schneller wie ich. Ja, und durch den Ausrutscher eben nach Startziel der JJ aufziehen mit Frontschaden. Das ist umso ärgerlicher. Die ersten vier jetzt innerhalb von 2,5 Sekunden. Also Klecks holt auf seine Vordermänner. Das wird richtig eng gleich. Immer auf den Klecks drauf im Nissan GT-R Startnummer 88. Wenn ich es richtig gesehen habe. Yep, jetzt auf der Geraden und schaut euch das an. Die ersten vier innerhalb von 2,7 Sekunden. Jetzt sind die schnellste Runde erstmal von Vice Racing im Porsche. Ja, und Schmalzlocke holt hier richtig auch was Startziel auf den Lenzer auf. Ah, der wird auch gleich die schnellste Runde fahren. Einer Drift vom Sven, Vice Racing nur noch 4 Zehntel dahinter. Und der Klecks ist dran am Sushi-Grete. Wir gucken hier auf Milo. Oh, da kriegt der Milo einen mit vom Mirko. Ah, ist aber noch auf der Strecke geblieben. Aber, ja, hat Mirko dann aber auch gesagt, komm, mein Fehler, ich lass dich fahren. So. Ja, JJ jetzt in der Box. Ja, der wird den Schaden beheben. Auch schon wieder raus. Ja, ich weiß nicht, wie das im Reglement gehandhabt wird hier mit Boxenlinie überfahren. Da sollte JJ aufpassen. Ja, das geht ganz schnell, ne? Manchmal, da bist du so schnell. Ja, der hat aber schon deutlich vor Ende der Linie nach links gezogen. Schmalzlocke hier nur noch 0,9 hinterm Lenz. Ja, ich bin. Denke mal jetzt hier Zufahrt, NGK-Schikane. Was sagst du, Lenz? Dann gehe ich kurz mal da drauf. Da kommt auch der Angriff. Aber im Bild und Lenz lässt ihn vorbei. Schmalzlocke auf Platz 5. Schau dir das an, wie weit er hier beim Körb fährt. Ich gehe wieder nach vorne auf den Vice Racing Porsche. Die ersten vier immer noch innerhalb von 2,5 Sekunden. Und was meinst du, was das gleich da vorne abgeht, wenn der Paul dazu kommt? Weil Paul wird hier die vier gleich einkassieren. Und dann geht es hier vorne richtig zur Sache. Spätestens in Runde 6, maximal Runde 7 ist er dran an Klecks. Und dann schauen wir mal, wie eng das hier vorne wird.
Wie sieht es hinten aus? Sind die letzten 200 Plätze sind auch ein bisschen enger? Ja, da kommt jetzt, wie gesagt, zappeliger Boy. Relativ dicht an den Mirko ran. Ja, eine knappe Sekunde. Ja, und wie gesagt, JJ durch den Boxenstopp. Ja, über 30 Sekunden zurück. Hat sich jetzt hier noch eine Penalty eingehauen. Denke mal, hat die NGK-Schikane ein bisschen zu weit genommen. Aber geht ja schnell dort, ne? Aber wie gesagt, ansonsten, ja, leichter Ausritt vom Lenz. Aktuell schnellste Runde 55,3 vom Paul. Und falls euch wundert, wer der Co-Kommentator ist, das ist der Hübi. Ist noch zu zweit hier, damit wir das Geschehen besser im Blick haben. Klappt bis jetzt auch ganz gut. Oh, Milo hat jetzt hier 5/10 Purple. Ja, ich bin momentan auf Klecks drauf. Der ist 3,5 Sekunden hinter der Spitze. Hat noch 4 Sekunden Vorsprung auf Schmalzocke Paul. Jetzt noch knapp 4 Sekunden. Gleich geht's unter die 4 Sekunden. Ja, und ich denke mal, Milo wird sich jetzt auch gleich hier den Lance Driver oder NGK-Schikane schnappen. Mal einmal da hinten. Da wollte ich auch eigentlich hin. Lance Driver aus dem Windschatten raus. Und Schmalzlocke. Ja. Ach Quatsch, Lance Driver. Oh, knappes Ding. Aber Lance Driver und Milo haben sich geeinigt. Der GTR ist halt eine Macht geradeaus. Da hat der BMW keine Chance. Und dann hin zur Schikane ist der GTR einfach im Windschatten unschlagbar. Jetzt Fehler beim Rausbeschleunigen und Milo ist vorbei im GTR. Ja, aber auch nur ganz knapp. 2/10 aktuell, zieht er wieder rüber. Ja, deutlich. Und damit müsste jetzt der Lance Driver dann vorbei sein. Ja, verbremst ihn? Der Milo ist vorbei. Entschuldigung. Ja, der Milo geht hier immer ein bisschen weit. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. In den Innenkurven bleibt der BMW natürlich dran am Nissan GTR. Aber sobald es geradeaus geht, da ist der Nissan eine Macht. Wir gehen nach vorne. Oh. Wie sieht es hier aus? Vice Racing immer noch 4/10 hinter Sven. Wenn der einzige Lexus hier im Feld und Vice Racing jetzt 2/10 nur noch. Da Vice Racing auch auf Purple, jetzt im Windschatten durch Schumacher ist. Und Sushi Geräte kann nicht ganz folgen, 2,3 Sekunden musste er abreißen lassen. Aber ihm im Heck klebt Klecks und Schmalzocke Paul wird auch gleich da sein. So, wir haben die fünfte Runde. Milo, wie gesagt, immer jetzt wieder Purple. Zwar nur knapp über 1/10, aber. Der Nissan GTR Flex gibt schon Lichthupe. Sushi Geräte soll Platz machen, sind 3/10. Benz geht aber auch gut auf der Geraden, wobei. Ah, das ist ja unglaublich. Was das ein Topspeed hat, dieses Auto. So, jetzt mal rausgeschleudert, der Sushi wieder ein bisschen besser rausbekommen als Klecks. 8/10 Vorsprung. Und. Schmalzocke, Paul nur noch 3 Sekunden hinter den beiden. Wir gehen auf Platz 1 und 2, weil da sind es 1,5/10 nur. Vice Racing wagt den Angriff, ist daneben. Ist jetzt auch auf gleicher Höhe. Beim Anbremsen ist er in. Und beide ganz eng nebeneinander. Faires Manöver. Vice Racing geht erstmal dran vorbei. Sven wird jetzt versuchen dran zu bleiben. Schönes Manöver. Dadurch profitieren natürlich Sushi und Klecks wieder. Die jetzt auch nur noch 1 Sekunde dahinter sind. Oh, ganz spät auf der Bremse, der Sven. Aber wenn ich dir jetzt sage, der Milo hat seine persönliche Bestzeit verbessert, auch eine 55,370. Und die schnellste sind 55,360. 55,360. Ist das knapp. Also das ist wirklich, also das passt wirklich nur mit Papierstück zwischen. Ja, stark die beiden. Ja, wie gesagt, Milo zu stark, Lenzi muss abreißen lassen. Ja, dann hier auf 8. Ja, da geht noch ein bisschen die Post ab zwischen dem Mirko und dem zappeligen Boy. Mhm. Ja, und wie gesagt, immer noch 30 Sekunden hinten auf der 10 der JJ. Da gehen wir auch gleich mal hin. Ich will jetzt noch abwarten, ob der Klecks am Sushi vorbeigeht. Schmalzlock hat immer noch 3 Sekunden Rückstand auf Klecks. Also da kommt er jetzt doch nicht so schnell ran, wie erwartet. Ich dachte eigentlich bei den Quali-Runden, die er gefahren ist, dass er eigentlich relativ schnell wieder an die Spitze kommt. Erstmal schauen, ob der Paul einen Schaden hat, dann wird das erklären, warum er so lange braucht.
Ich gehe mal gucken auf den Paul. Nee, aber da sind die Vorderreifen. Jetzt der Angriff vom Nissan GT-R. Ich muss sie kurz unterbrechen. Und Sushi. Nee, Sushi gibt nicht nach. Keine Chance für den Klecks. Spielt natürlich den Paul in die Karten. 2,5 Sekunden noch. Aber wie gesagt, da sind die Vorderreifen schon echt weggerockt. Aber wir haben jetzt fast halb weg das Profil. So, jetzt nochmal Klecks auf der Geraden. 2 Zehntel, 1,5 Zehntel. Jetzt ist es geschehen um den Benz vom Sushi. Da ist der GTR auf der Geraden vorbeigegangen. Und er wird auch vorne bleiben jetzt. Ja. Gut, gehen wir einmal durchs Fahrerfeld. Auf. Warte mal, wir gehen nochmal zurück. Nein, Sushi lässt sich nicht abschütteln. Ja, da kann der Konter noch kommen. Jetzt der GTR ein bisschen weit. Walzocke übrigens nur noch 2 Sekunden dahinter. Also der profitiert von dem Zweikampf hier. Das ist die ersten 4 innerhalb von 5 Sekunden. Gut, gehen wir einmal durch. Auf der 6 Milo. 4,2 Sekunden hinter Paul. Neue schnellste Runde von Milo. 55,1 und er ist schon wieder ein Zehntel auf Purple. Also ganz stark unterwegs der Milo hier nach dem kleinen Fehler am Anfang, wo er den Paul abgeräumt hat nach dem Start. Auf der 7 der Lance Driver im M6 mit einer halben Sekunde Strafe. Fährt so ein bisschen schon im Niemalsland. Jetzt fährt er hier in die Wiese. Oh, kam weit raus. Das heißt, der Mirko wird gleich deutlich näher kommen. Hat noch 4 Zehntel Strafe im M6. Schönes Design. Ja. Gehen wir. Das ist einer von den Rennsemmel-Buddies. Genauso wie der Mirko. Da gehen wir jetzt drauf. Mirko auf Platz 8. Leider im M6. Hinter ihm ganz knapp der zappelige Boy. Zappeliger Boy im S. Martin. Das heißt, auf der Geraden wird der M6 gleich auch ordentlich Probleme kriegen. Unter einer halben Sekunde ist er dran und dann gehen wir gleich auf Gigi, 50-12. Schauen wir mal, wie es bei ihm läuft. Der hatte leider vorhin einen kleinen Dreher in Turn 1 und Kontakt mit dem anderen Auto. Mirko jetzt nur noch 2 Zehntel vor dem zappligen Boy. Jetzt mal vorne schauen, da sind nämlich Sushi-Geräte in der Box jetzt. Schmalzsocke in der Box, die beiden sind die ersten, die hier tanken fahren. Und Mirko, Milo deswegen jetzt auf Platz 3 hinter Klecks und Vice Racing. Und zur Überraschung kommt der zappelige Boy hier nicht am M6 vorbei. Was macht er denn der Mirko? Doch, Mirko lässt ihn vorbei. Lance Driver, Schwalzocke immer noch in der Box. Gehen wir mal auf Platz 10. Auch persönlicher Bestzeit jetzt der Gigi im Honda NSX. Einer der wenigen hier. Generell sieht man Honda NSX leider sehr, sehr wenig. Wobei es ein schönes Auto ist. Persönliche Bestzeit 0,6 Sekunden. Ja, und hier der. Der Zappelige, der kann noch ein, zwei Ründchen drehen. Ja. Da spricht wieder. Wilder Drift. Entschuldigung. Da spricht wieder der Eigenlob hier. Da spricht die Fahrerschule wieder von uns. So, persönliche Bestzeit von Gigi. 59,1 jetzt von ihm. Oh, da fehlen noch 4 Sekunden zum Milo. Ich denke mal, im Laufe des Rennens, wir haben gerade mal 8 Runden gefahren. Ja, und hier gucken wir hier schnell nach vorne. Sieht's aus, Platz 1. Kommt jetzt der Angriff, kommt der Klecks da jetzt ran. Und wir haben drin, Klecks gerade dran vorbei. Kommt vorbei. Ja, Milo war nur drei. Leider nicht, warum mein Replay nicht funktioniert. So, jetzt kommt hier Sushi, aber ganz gefährlich dem Sven nahe. Ich denke mal, da zwischen 4 und 5. Bin ich drauf. Beiden ja auch nur in 4,5 Zehntel, 5 Zehntel jetzt. Und der Benz geht auf der Gerade natürlich auch gut, der Lexus aber auch, vor allem im V8 unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Also sehr spannend hier nach 8 Runden, gleich die 9. Runde. Ja, und wie gesagt, auch P7 kann sich der zappelige Lexus weiß in der Box, Milo deswegen erstmal auf P1 jetzt. Beide relativ viel oder gleich viel Sprit verbraucht. Sven auf der 2, Sushi auf der 3. Die Jungs waren ja gerade schon in der Box. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht hier. Jetzt kommen sie alle raus in den Startziel. Könnte ganz, ganz knapp werden. Nein. Klecks und auch Schmalzocke Paul bleiben erstmal dahinter. Sushi Geräte auf 3 jetzt. Immer noch eine Sekunde hinterm Sven. Enges Ding hier. Wie sieht es weiter hinten aus? Da ist überall ein bisschen Luft zwischen, wa?
Ja, ich habe hier den Zap liegen, bei dem ist gerade die Tanklampe angegangen. Der hat hier knapp 4 Sekunden vor Mirko. Ja, da sind die Reifen ja auch fast tot. Dann 3 Sekunden hinter Mirko der Lenz, der war in der Box, hat seine Kiste vollgetankt, hat sich frische, weiche Reifen gekauft. Ja, einmal und, neu und weiter geht's. Ja, so, und wie gesagt, GG, jetzt nur noch 22 hinterm Lenz. So, hier vorne tut sich momentan nicht viel. Meile auf der 1, Sven auf der 2, Sushi auf der 3, Klecks auf der 4. Ja, die ersten drei jetzt schon 7 Sekunden auseinander. Das heißt, Sven und Sushi 1 Sekunde Abstand, Klecks schon 1,5 Sekunden dahinter und Schweizerhocke Paul kommt da vorne nicht ran. Oder er fährt eine andere Strategie und hat das Ding jetzt voller getankt. Wobei seine Reifen waren gerade so fertig, ne? Ich guck gerade bei ihm im Tank, 3/4 voll. Wie sieht's bei Klecks aus und Co. vorne? Oh, Klecks hat unterhalb. Ja, zwischen Viertel voll und halb voll. Ja. Sushi hat noch weniger drinne. Ist bei knapp Viertel voll über. Ja, der Runke auch kurz über Viertel voll. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Ja. Lance Driver ist am Mirko vorbeigegangen. Die beiden M6 hier auf 8 und 9 am Kämpfen. Das Ding ist aber noch nicht durch. Da war ein Fehler von Mirko, hat sich nämlich verbremst. Mal schauen, ob er jetzt nochmal am Lance Driver nochmal rankommt. Und neue schnellste Runde von Paul. 54,9. Der erste unter 55 im Renntrim. Da fehlen aber noch fast 1,8 Sekunden zu seiner Pole-Zeit. Wieder verbremst der Mirko. Also bei Mirko ist momentan echt schlecht. Der geht jetzt auch in die Box, der Mirko. Und auch der zapplige Boy ist in der Box. Dadurch kommt der Lancer Driver im zweiten, im 6 hier ein Stück weiter nach vorne. War aber in der Box in der 26, in der 7. Runde. Das heißt, er fährt erstmal durch. Ja, und wie gesagt, Milo muss jetzt auch, denke ich mal, gleich reinkommen. Da geben wir also auf den auch. Führenden 5,6 Sekunden Vorsprung. Hat den Sven und Sushi hinter sich. Der wird gleich diese Plätze wieder verlieren, weil Sven, Sushi, Klecks sind sehr eng zusammen. Platz 2, 3 und 4 hat man jetzt im Hintergrund hier gesehen. Und Startziele sind nochmal eng. Da sind auch zwei ganz knapp zusammen. Ansonsten hat sich ein bisschen auseinandergezogen. Wir sehen jetzt gleich sehr wahrscheinlich den Boxenstopp von Milo. 10 Runden geschafft. Vielleicht fährt er, versucht er noch die 11. Ich weiß es nicht. Damit er dann nur noch zweimal danach in die Box muss. Einmal danach. Ja, wenn man den GTR Spritsparen shortshiftet, dann geht auch sowas. GTR ist ja einfach ein Top-Speed-Monster. Das Ding geht unglaublich vorwärts. Eine Sekunde Strafe jetzt, aber er baut sie sofort wieder ab. Na, zumindest fast. Fährt noch eine Runde. Gehen wir auf Platz 2, 3 und 4. Hier, der Sushi im Bild hat 1,4 Sekunden Rückstand auf Sven jetzt. Da kommt er einfach nicht ran. Aber Klecks kommt jetzt ran. Klecks. Ah, Milo hat die Strafe abgebaut. Deswegen sind die Jungs dahinter jetzt näher rangekommen. Nur auf 4 Sekunden vom Platz 1 zu Platz 3. Und Klecks ist dran. 4/10 nur noch auf den Sushi. Klecks den Bremsen gut getroffen. Jetzt schauen wir mal, wie es durch die Mercedes-Arena hier durchgeht. Aktuell 8 Zuschauer. Schön, dass euch das anschaut hier, den Split. C, dritter Lauf der BRWT hier auf dem Nürburgring. Wir haben den Drittel geschafft, ungefähr ein bisschen mehr. Sehen den Zweikampf zwischen Sushi und dem Klecks. 1/2 Zehntel nur. Ja, Sushi versucht's. Nein. Entschuldigung, Klecks hat's versucht, zurückgezogen. Ja, Lenz hat dabei seine persönliche Bestzeit um knapp 5/10 verbessert. Jetzt in Runde 10 meiner 57,2 gelandet. Angriff vom Klecks zieht ihn wieder zurück. Unten in der Mühlmachschleife. Ich denke mal, gleich hat's einen Wachbogen. Zur NGK-Schikane wird das versuchen. Das ist nämlich die Stärke des GTRs. Ja, und auch jetzt sehe ich hier gerade beim Milo, beim JJ, ist die Warnlampe angegangen. Er ruft die Box für den JJ. So, und da musste Mirko einfach nur hinterbleiben. Sven hat auch einen Fehler gemacht. Die 3, also Platz 2, 3 und 4 sind innerhalb von 0,7 Sekunden.
Schauen wir mal, ob der GTR auf der geraden jetzt den Benz sich schnappt. Ist schon. Nein. Weil Sven baut eine Strafe ab hier. Dadurch geht jetzt Sushi weit, schnappt sich den. Oh, der GTR geht auch noch vorbei am Sven. Sven hat jetzt zwei Plätze verloren und Milo in der Box mit einem Liter Sprit noch. Ja. So, jetzt auf der Geraden hier. Schaut euch das an. Die drei Autos. Sven auf der 3, auf der 2 noch. Ist aber jetzt von Klecks im Bedrängnis. Klecks ein Zehntel dahinter. Oh, die ersten drei Autos innerhalb von 4 Zehntel. Oh, Sven ganz spät auf der Bremse. Kriegt das Auto noch abgefangen. Was ein Dreikampf hier vorne an der Spitze. Ja, und der Paul kommt auch so langsam. Ganz am Ende des Feldes ist auch ein Zweikampf mindestens. Da sehe ich gerade, fahren gerade aus dem Schumacher erst raus. Jetzt Richtung Rheinland-Pfalz-Bogen. Oder Hatzenbach-Bogen. Ja, das sind wie gesagt JJ und Mirko. Ja, aber wie gesagt, JJ muss definitiv jetzt in der Box seine Jungs ansteuern. Okay. Deswegen braucht Mirko sich nicht anstrengen, da wird gleich automatisch der Platzwechsel kommen. Ja, hier vorne, wie gesagt, 7 Zehntel zwischen Platz 1 und Platz 3. Also mega eng. So, wie gesagt, JJ jetzt in der Box. So, Mirko hat 13 Sekunden Rückstand auf P8 zum zappeligen Boy. Ja, hier vorne. Den darf man auch jetzt Sandro nennen. Zappeliger Boy ist ja Sandro, gut zu merken. Richtig. So, nächste Woche Sonntag wirst du das nächste Rennen natürlich streamen. Da werde ich leider nicht dabei sein, sonst gibt es Ärger mit der Frau. Und es kann sein, dass ich dann wieder für eine andere Liga im Einsatz bin. Das war ich nämlich letztes Wochenende Sonntag auch. Viel zu tun momentan. Aber wie gesagt, ja, das haben wir ja so abgesprochen. Oh, gerne. Wir wechseln uns 14-tägig ab. Ja. Ja, ich gebe dir noch mal ein paar Infos zum Sandro. Ja. Der fährt erst 2 Monate Simracing. Oh, warte kurz. Abflug vom Sven. Aufstartziel ist abgeflogen. Immer noch im Kiesbett. Jetzt Platz 4. Schwarzlock ist auch vorbeigegangen. Da war keine Berührung. Vice Racing wird jetzt auch dran vorbeigehen auf der Geraden. Wir gehen mal auf Vice Racing hier. Halbe Sekunde, 3 Zehntel, 2 Zehntel, 1 Zehntel und ist vorbei. Ach, schade für Sven. So ein starkes Rennen und jetzt der Fehler hier. Oh, Sven wieder spät auf der Bremse, aber Vice Racing ist erstmal vorbei jetzt. Gut, ich gehe wieder auf Platz 2 und 1, weil Spalzocke Paul nur noch 2,5 Sekunden Rückstand hat. Auf den GTR vom Klecks. So, du wolltest noch Infos geben. Ja, wie gesagt, zappeliger Boy, Sandro, erst seit 2 Monaten im Sim-Racing-Geschäft. Also da ziehe ich den Hut vor. Ja, auf jeden Fall. Nach 2 Monaten zu sagen, so, ich traue mich jetzt hier mal in eine Liga rein. Ja, fährt auch noch in der GT4-Liga. Ich mache jetzt mal schnell Werbung für den Monkey Town Cup. Mach das gerne. Ja, Klecks ist jetzt vorbeigegangen. Klecks auf P1, bevor wir es vergessen. Ja. In der Dunlop-Schikane. Beziehungsweise in der Müllmarschleife, Entschuldigung. Mal gucken, was der GTR jetzt hier macht, ob er sich absetzt vom Sushi geht. Ja, ich glaube nicht. Weil der Benz weniger Sprit im Tank hat. Umso stärker das Manöver vom Klecks, dass er hier mit mehr Sprit am Sushi vorbeigeht. Aber ich denke mal, Sushi ist jetzt Warnlampe an. Entweder kommt er rein oder geht noch eine Runde. Ich glaube, ganz am Ende wird Paul und auch Milo noch ordentlich nach vorne kommen, weil die auf einer Strategie unterwegs sind. Ja, Sushi geht noch eine Runde. Ja, Paul kommt an die Box. Gut, gehen wir mal auf Vice Racing. Der Abflug von Vice Racing geht ganz weit. Auch kein. Nee, das war ein Box, das war ein Bug. Vice Racing. Also. War ein Bug. Ja, nicht. Boah. Ja, nicht, dass hier jetzt wieder der. Ich will es nicht aussprechen. Sven kommt hinter. Schmalzocke wieder raus. Sven scheint ein paar Probleme zu haben, weil jetzt hier in Turn 1 das sah auch nicht besonders gut aus. Ah, sind die Reifen auch nicht mehr die besten? Weiß bisschen jetzt ganz schön am Lenken, wenn ich das gerade wieder gesehen habe. Gehen wir mal auf den Milo, da ist er im GTR, Startnummer 19, jetzt in der Mercedes Arena hier.
4,8 Sekunden Rückstand auf den Sven, aber schon 25 Sekunden Vorsprung auf den Lancer Driver. Wir sind hier auf dem Nürburgring, haben jetzt 14 Runden, kurz vor Halbzeit sind wir. In der Kommentatorenbox der Übi und der Pribbe. Wir gehen weiter, Platz 7. Lance Driver im M6. 17 Sekunden Vorsprung auf den Zappling Boy. Er hat hier ziemlich einsam sein Rennen. Ja. Ich sag in dem Fall in meinen anderen Streams immer, Jungs, jetzt ist die Zeit gekommen, ihr könnt Rehe zählen. Für jedes Reh gibt es einen Cent. Aber ja auch. Also, hopp, zählt die Schafe oder die. Ach, ihr könnt auch Maulwürfe zählen, ist mir völlig Banane. Jetzt haben wir ein Bild auf Platz 8, den Zappling Boy im Aston Martin. Hat auch 18 Sekunden Rückstand, 19 Sekunden Vorsprung auf Mirko. Also fährt auch ein sehr, sehr einsames Rennen. An der Spitze ist es tierisch eng, da gehen wir gleich wieder hin. Jetzt Sushi Grete mit 4 Liter Sprit in der Box. Klecks bleibt noch draußen, das haben wir ja gerade gesehen. Der hatte ein bisschen mehr Sprit drin. Vice Racing und Paul natürlich dafür jetzt vorgerückt. Auf Platz 9 der M6 von Mirko. Mirko hat 20 Sekunden Vorsprung auf dem Gigi. Gigi auf Platz 10 aktuell im Honda NSX. Ja, der Mirko fährt hier konstant tiefe 2 Minuten Zeiten. Ja, Sushi kommt knapp vor Milo raus. Das ist Platz 5 und 6, da gehen wir gleich hin. Einmal auf die 10, unseren Einzelkämpfer hier im Honda NSX, der Gigi. Ein paar Problemchen beim Gigi, weil ist sonst fix unterwegs. Lancer Driver in der Box, obwohl der Tank noch ziemlich voll ist. So, durch das Schumacher SC der Honda NSX. Wunderschönes Auto, in Amerika relativ erfolgreich in der GTD-Klasse. Habe ich in Daytona auch schon gesehen am Wochenende. Ist aber auch, wie gesagt, ein Auto, was man fahren muss. Ganz genau. Ja, man muss es können. Ist typisch Mittelmotor. Der will nur mit Gas und Bremse durch die Kurve. Die Mittelmotorautos sind echt schwer zu fahren. Ja, ich bin da so ein kleiner Künstler. Ich habe in der Liga mir angetan den Alpha 4C. Oh, kenne ich auch. Schönes Auto. Ja. Mit ein bisschen Übung kriegt man auch die Autos ans Laufen. So, Klecks geht jetzt in die Box. Schmalzlocke Paul wird dann gleich sehr wahrscheinlich die Führung übernehmen, weil es sind nur 8 Sekunden. Auf der 3, Vice Racing vor Milo, Sushi Grete auf der 5. Oh, hier ist gerade wieder der Unke abgeflogen. Sven, da fährt er wieder. Geht jetzt in die Box. Gut, dann gehen wir nochmal auf Vice Racing. Ist jetzt vorbeigegangen am Klecks. Klecks wird weit zurückgereicht erstmal. Da ist er wieder auf der Strecke. Auf Platz 2. Und kann vor Vice Racing. Genau, kommt gerade aus der Box. Kann vor Vice Racing bleiben. Sven Runke wollte eh in die Box, weil sein Tank leer war. Und wer ist jetzt vorne zum ersten Mal? Schmalzlocke Paul. Nach 16 Runden zur Halbzeit hat er sich mal ganz hinten nach vorne gekämpft. Milo auf der 4. Also auch nicht weit weg, die beiden, die gerade auf P1 und 2 gestartet sind. So. So, Sven sieht jetzt seine Chance hier mit Medium einen längeren Stint zu fahren. Aber bei 18 Rücksprung zum Ziel. Bei 18,5 Rückstand und 17 Vorsprung kann man das mal wagen. Ja, wie gesagt, Lenz fährt hier auch einsam und allein. Hat wie gesagt die 17 Rückstand auf den Runke. Oh, Abflug von Vice Racing hier raus. Jetzt kommt der GTR von Milo natürlich gerade die Schumacher S deutlich näher. Eine Sekunde nur noch, gerade waren es noch zwei. 0,8, 0,6. Da muss Vice Racing jetzt höllisch aufpassen, weil der GTR gleich auf der langen Geraden natürlich hier deutlich einen Topspeed-Vorteil hat. Gehen wir mal auf Milo, der schon dran ist hier auf Platz 4. Und direkt dahinter ist auch Sushi Grete. Also, oh, der Milo schiebt den Porsche schon an hier beim Rausbeschleunigen. Und jetzt die 3 innerhalb von einer Sekunde. Da wird jetzt der Angriff kommen von Milo. Wobei, da hat er vielleicht den Porsche etwas zu viel angeschubst.
Und kommt der Angriff. Er setzt sich daneben, aber Weiß Racing bleibt erstmal davor. Und Sushi Grete versucht es auch, ja, am Porsche. Er muss reingehen, genau. Weil ich sehe, seine Reifen sind echt runtergerockt. Er ist jetzt auch in der Box. Sprit war noch drin, also hat er voll getankt. Und muss jetzt nur neue Reifen nehmen, fährt dann nicht mehr raus. Schauen wir mal, ob Sushi jetzt dran vorbeigeht hier am Milo. Schafft der Benzes im Windschatten? Nein, schafft er nicht. Kam bis auf 13. ran, aber kann jetzt nicht dran vorbeifahren. Oh, wilder Drift vom Milo. Dadurch kann Sushi sich jetzt innen reinsetzen. Trifft den GTR leicht am Heck, quetscht sich daneben, ist daneben. Hat jetzt die Innenlinie für sich. Und, oh, Milo ganz schwer auf der Bremse. Sushi, Grete ganz innen über den Körb. Und Milo hat sich wieder vorbeigedrückt. Also Wahnsinns Manöver von den beiden hier. Sehr fair, stark. Ja, Weiß Racing jetzt auf 10 wieder rausgekommen. Auch weit nach hinten. Nach seinem Boxenstopp. Ja. Hat mich auch echt überrascht. Ja, und wer so langsam aufholt, ist JJ. Nur noch 13 Sekunden auf Mirko. Aber JJ läuft jetzt. Aber wir sind hier vorne bei Milo und Sushi Grete. Beiden innerhalb von 0,5 Sekunden. Ich schaue mal einmal Platz 2. 3,8 Sekunden hinterm Paul und 6,5 Sekunden vor Milo. Wir gehen wieder auf Milo und Sushi Grete. Die beiden hier ganz dicht zusammen. Ansonsten hat sich das Feld etwas auseinandergezogen. So, jetzt geht der GTR jetzt aber vorne weg. Wir haben eine neue schnellste Runde, Hübi. 54,4 vom Paul. Oh, Hübi. Ja, ich möchte die 53 noch sehen. Ist realistisch, ja. Ich gucke gerade hier, dass der Zappelige auch wieder Meter für Meter auf den Lenz aufholt. Das ist Platz 6 und 7. Aber da sind, wie gesagt, 17 Sekunden dazwischen. Milo kann sich jetzt absetzen, schon 1,2 Sekunden weg vom Sushi-Geräte. Da gehen wir mal auf Platz 5 und Platz 6. Der Weiß Racing habe ich gerade nämlich nicht gesehen, den Porsche. Ja, komischerweise. Eben war er auf 10, jetzt ist er bei mir auf 5. Genau, bei mir auch auf 5 gesprungen. Und also der hat wohl Internetprobleme. Hm. Weil, wie gesagt, das kam mir auch schon komisch vor. Hoffen wir mal, dass die Lobby hält für ihn, dass er bis zum Ende dabei bleiben kann und dass es dann keinen Fehler in der Anzeige gibt. Sven auf jeden Fall hier auf der 6, hat 13 Sekunden Rückstand auf Weiß Racing und 16 Sekunden Vorsprung, ja, auf den Lance Driver. Bei mir geht der Weiß Racing, ja, der hat definitiv Probleme. Der war eben bei mir erst im Aus und jetzt ist er wieder auf der Strecke. So, jetzt haben wir den Sandro hier in der Box. Gut, wir gehen mal auf den Lancer Driver. Auch immer noch 16 Sekunden Vorsprung. 18 mittlerweile sogar auf den Zappeligen Boy, der gerade in der Box ist. Das heißt, es wird noch mehr. Der Lance Driver war in der 14. Runde in der Box. Das heißt, er kann noch ein bisschen fahren. Ist jetzt gerade auf persönlicher Bestzeit im ersten Sektor. 16,5 Sekunden Rückstand auf den Sven. Sven auch den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Es kann natürlich sein, dass der Lancer Driver, wenn er jetzt hier konstant seine Rundenzeiten durchfährt, noch nach vorne kommt. Hat jetzt 33 Sekunden Vorsprung auf den Zappeligen Boy. Zappeliger Boy, auch interessanter Name, habe ich so noch nicht gesehen hier bei PlayStation. Ja, hat uns auch gewundert, als er bei uns an die Tür geklopft hat. So, aber ich sehe hier, jetzt läuft es für den JJ richtig gut, hat jetzt nur noch 6,2 Sekunden Rückstand auf den Mirko. Geh mal auf den Zappen. Ja, bei dem sind die Reifen jetzt wirklich tot. Ja. Also der ist hier nur am Rumrutschen. Ja, der Mirko hat auch mittlerweile knapp 20 Sekunden. Oh, Weiß Racing, ja, hat den Raum verlassen. Da ist der Disconnect, den ich nicht ansprechen wollte. Ja, wir haben es schon vermutet, weil die Verbindung immer schlechter wurde. Er ist bei uns hier durch die Lobby gesprungen, nicht mehr gefahren. Ach, ist das ärgerlich. Zappeliger Boy auf Platz 7 jetzt mit 20 Sekunden Vorsprung auf den Mirko. Wir gehen mal auf den Mirko, weil der JJ... Oh, JJ muss einen Fehler gemacht haben. Es sind wieder 12, 13 Sekunden Abstand von JJ zum Mirko. Ja, so, kriegt jetzt hier die blaue Flagge, sehe ich gerade.
weil der Klecks hinter ihm ist. Das ist ja dann auch immer noch so eine Geschichte mit dem Überrunden hier. Wollen wir gucken, ob es fair über die Runde geht. Kriegt jetzt hier, jawohl, geht nach links raus, vom Gas runter. Und Klecks dran. Komm mal rüber. So. Dann gehen wir mal auf P1. Haben gerade den Gigi im Bild. Und auf Platz 1 der Paul. 3,5 Sekunden Vorsprung auf Klecks. Also starke Vorstellung hier von ihm. Super unterwegs. Ach, ist das schade mit dem Disconnect von Vice Racing. Ja. Aber das ist, scheint ihm, ja, ist mir in meiner Liga, wo ich noch streame, ist das auch schon zweimal passiert. All in the Box mit 4 Sekunden Vorsprung von Klecks. Wir gehen auf den Klecks. Geht auch in die Box. Was macht Milo? Milo fährt auch in die Box. Sushi Grete bleibt aber draußen. Dann bleiben wir auf Sushi. Oh, wenn man sich das mal anschaut. Milo hat den Tank noch voll. Das heißt, er wird nur die Reifen wechseln und sofort wieder rausfahren. Die anderen beiden müssen nachtanken für die letzten 12 Runden. So, Sushi Grete dann jetzt auf 1. Nein, Klecks ist auch raus aus der Box. Nein, Sushi Grete jetzt vorne. Gelbe Flagge im ersten Sektor. Da ist nämlich der Gigi langsam unterwegs. Was ist denn so Gigi? Ja, und Milo ganz knapp vorm Paul raus. So, jetzt und fast ein, ach, wieder ein Abflug vom Gigi, aber ohne Berührung. Sushi Grete konnte so gerade eben noch ausweichen. So, und jetzt, wie gesagt, soll er Platz machen. Ah ja, und der nächste Dreher. Auch wieder vom Gigi? Ja, auch wieder vom Gigi. Schade, schade, schade. Vielleicht muss der Gigi da mal mit DKS demnächst fahren, weil das ist ja echt schade, wenn er sich so oft dreht. Aber die Mittelmotorautos sind auch ein bisschen zickig. Ja, richtig. So. Wir sehen, dass die ersten vier sich hier wieder ein bisschen zusammenschieben. Klecks jetzt 1,4 Sekunden, 1,3 Sekunden noch hinter dem Sushi Grete. Und wer hat richtig Besuch vom Paul? Der Milo. Die beiden vom Start, die sich da leicht in den Haaren hatten, sind jetzt hier ganz eng zusammen. Paul fehlt nur 4,3 Sekunden auf den Sushi Grete. Das heißt, die beiden Milo und Paul werden sich jetzt hier an Klecks ranschieben. Und dann sind sie auch schon in Reichweite vom Sushi Grete. Ganz enges Ding hier vor den ersten vier. 1,8 Sekunden fehlt Paul noch zu P1. Und dann hat Sven ja, schon 18 Sekunden Rückstand. Aber 1 von 2 geben sich das jetzt hier richtig. Zufahrt NGK. Gehen wir mal drauf, weil das ist noch ein bisschen enger. Der GTR will wieder vorbei am Benz. Ja, aber wie gesagt, normalerweise braucht der sich nicht beeilen, weil Sushi in die Box muss. Weil da ist der Sprit alle, die Reifen sind tot. Und zack, wie besprochen, er geht rein. So, und damit haben wir die ersten drei. Moin, Yannick, schön, dass du dabei bist. So, die ersten drei ja, jetzt innerhalb von mir, 2 Sekunden. Ja, vom Hübi, schöne Grüße. Kein Sprit mehr drin beim Sushi. Aktuell jetzt Klecks mit 0,8 Sekunden Vorsprung vor Milo. Zweimal GTR vor dem Aston Martin von Paul. Also 2 Sekunden die ersten drei auseinander nach 21 Runden. Yannick, danke dir. So. So, JJ in der Box. Das sieht mir entweder nach Toilettenpause aus oder nach Aufgabe, weil hier kein Mechaniker eingreift. Ja, wir haben gerade gesehen, den Dreher, zwei Dreher hintereinander. Vielleicht ist da auch ein technisches Problem. Letzter Driver jetzt in der Box mit 38% Sprit noch. Künstler, schön, dass du dabei bist. Ja, euer Rennen ist, glaube ich, schon zu Ende, wenn mich nicht alles täuscht. Wir hatten ja leider Lobbyprobleme. Deswegen sind wir hier gerade bei Runde 21. Also noch 10 Runden, knappe 20 Minuten dauert das Ganze hier noch. Ja. Edmund, Entschuldigung. Ja, und Hübi, schöne Grüße an dich natürlich auch. Ja, logischerweise zurück an Ronny. Schön, dass du da bist. Und P1, 2, nur noch 0,3 Sekunden, die beiden GTRs. Ja, für deine Jungs läuft es nicht ganz so dolle hier. Mit Platz 6 und 8. Ja, und wie gesagt, Gigi hat den das Raum Rennen verlassen. Beendet. Ja. Hat gesagt, hat keinen Sinn mehr, hat keinen Zweck mehr.
Nur das Problem, DJ, auch wenn du als Neunter ins Ziel kommst... Oh, was ein Drift hier von Milo. Muss ich kurz unterbrechen, weil die ersten drei sind jetzt innerhalb von 15. Krex zieht raus aus dem, auch von der Iliane runter. Und kann Paul jetzt hier vorbeigehen. Drei nebeneinander beim Anbremsen. Paul ist in. Paul wird jetzt hier am Milo vorbeigehen. Ist vorbei. Ist auch schon auf P1 jetzt. Aber Klex lässt sich da nicht lumpen. Jetzt die drei wieder nebeneinander hier. Und da kommt eine Überrundung gleich. Boah, die GTR ist gegen den Aston Martin hier. Was ist das für ein Kampf? Schaut euch das an hier. Und die Rundzeiten. Ja. Wahnsinn. Die kannst du mit dem Handtuch abdecken. Jetzt. Ja. Das wollen wir sehen. Klasse Kämpfe hier. Ihr könnt ja mal die Rundenzeiten aus der Lobby von euch durchgeben, was die schnellste Rundenzeit war. Würde mich mal schwer interessieren oder uns wird schwer interessieren. Aber wie gesagt, nochmal jetzt zum JJ. Neunter Platz gibt Punkte. Mir hat mein Teamchef gesagt, auch wenn Rennen nicht läuft, stell das Auto auf der Garage ab und komm die letzte Runde wieder raus. So, Klecks immer noch vorne. Aber ein Zehntel nur, die GTR hängt ihm im Kofferraum. Unter ein Zehntel jetzt. Wer ein bisschen abreißen lassen musste, ist Paul. Was heißt ein bisschen? Das ist eine halbe Sekunde. Unglaublich, die drei hier. Guck dir das an. Und das bei Halbzeit. Kleiner Anschubser. Ja, für Paul ist das jetzt so die Situation. Einfach dahinter bleiben, Sprit sparen und gucken, dass die Jungs sich in den Fehler drängen. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie es hinten aussieht. Oh, kleiner Verbremser vom Klecks. Das gibt auf jeden Fall eine Strafe. Milo ist jetzt wieder vorbei. Können wir mal schauen, wie es hinten aussieht. So ein bisschen Radio geben. Oh, Auffahrunfall hier von Klecks. Paul jetzt besser dir, auf die Gerade rausgekommen. So, auf der 5, wie gesagt, der Ruke Sven hat hier hat seine Strafe gerade vor der NGK abgebaut. Ja, Ruke hat 36 Sekunden Vorsprung auf den Lenz. Ja, Lenz hat 20 Sekunden. Oh, will er drin vom Milo? Muss ich kurz dazwischen greifen? Ja, kein Problem. Wie gesagt, Lenz hat 20 Sekunden. Paul vorbei am Klex. Klex hält noch dagegen. Ja, das ist so spannend hier. So, jetzt hat sie ein bisschen beruhigt. Ja. Weiter geht's. So, wie gesagt, Lenz hat 2021 jetzt Vorsprung auf den Sandro. Ja, und der hat 47 Sekunden Vorsprung auf den Mirko, der hier auf P8 fährt. Ja, ich würde mal sagen, pass auf, Mirko, fahr in die Box, hol dir neue Reifen für die letzten 10 Runden. Dann schmierst du hier auch nicht so über die Strecke. So, und jetzt wieder zu dir nach vorne. Milo konnte jetzt eine Sekunde absetzen, aber Klecks und Paul sind richtig knapp zusammen. Aber Sushi Grete hat jetzt 7,2 Sekunden Rückstand. Ich denke mal, der holt ein bisschen auf, weil die beiden sich hier so bekebbeln. Das tut auch Milo gut, weil der konnte jetzt sich schon richtig absetzen. Man sieht auch an den Rundenzeiten über 2 Sekunden langsamer hier die beiden. Aber jetzt wird gleich von Paul der Angriff kommen. Auch wenn der GTR auf der Geraden super geht, aber er will es versuchen. Nein, noch nicht. Zieht nochmal zurück. Und kommt jetzt super raus aus der Schikane. Ist in daneben. Und wird... Nein, er zieht wieder zurück. Versucht es gleich vielleicht auf der Geraden. Der Glückliche davon ist einfach Milo. Milo konnte sich schon jetzt absetzen. Und zwar um 3 Sekunden. Wir haben eine Runde davor. Waren die alle noch innerhalb von einer Sekunde. Und jetzt ist Paul dran vorbeigegangen am GTR. Das sah mir aber nach Vorbeilassen aus. Ja, Sushi konnte jetzt hier gerade mal eben von Glück sprechen. Oh, verbremst Klecks. Paul geht wieder dran vorbei. So, wie gesagt, Sushi kann glücklich sein, dass er jetzt hier beim Durchfahren von NGK sich keine Strafe eingefangen hat, so wie er da durchgerauscht ist. Jungs, für alle, die sich nachher den Stream anschauen, es tut uns schon leid, dass wir nicht durchs Feld so seppen, aber hier vorne ist einfach die Hölle los. Wir sind jetzt bei 24 Runden sind wir und die beiden Platz 2 und 3, Paul und Klecks, kannst du mit einem Handtuch abdecken. Also es ist super eng hier immer noch. So, Paul kriegt jetzt wieder Druck von Klecks, 2 Zehntel nur.
aber hier unten kann er sich nicht daneben setzen. Der Aston geht auch einfach zu gut. Er ist zwar innen dran am Radkasten, aber jetzt durch Schumacher S kannst du nicht überholen. Hab ich zumindest noch nicht so gesehen mit dem GT3. Ja, wie gesagt, beim Sven hier hinten, der kann hier beruhigt seinen 5. Platz nach Hause fahren. Also sollte er, ja gut, er müsste noch mal reinkommen, um einmal Sprit zu fassen und sich neue Reifen zu holen. Flex hat den Blinker an, was auch immer das bedeuten soll. Ja, der will Essen bestellen, wer weiß. Das kann natürlich sein. Milo, 3,8 Sekunden schon Vorsprung jetzt auf den Paul. Die gehen einmal durchs Feld. Auf der 4 mit 7,7 Sekunden Rückstand. Sushi Grete im Mercedes hier. Kommt jetzt auch durch die Coca-Cola-Kurve auf Startziel. Ich denke mal, dass Klecks nicht an Paul vorbeikommen wird. Jetzt auf der Geraden sieht auf dem Minimap zumindest auch nicht so aus. Ja, hat 7,5 Sekunden noch Rückstand auf Platz 3. Ich weiß nicht, ob Sushi durchfahren kann. Wenn ja und Klecks und Paul auch durchfahren können, tut sich da nicht mehr viel. Auf der 5 der Sven, der hatte mal ein paar Probleme, ist deswegen ein bisschen zurückgefallen. War am Start direkt auf Platz 1 vorgeschossen. Aktuell 20 Sekunden, 22 Sekunden sogar Rückstand auf Sushi Grete. Und der Lance Driver auf der 6 mit dem M6, das passt ja super, hat 34 Sekunden Rückstand auf den Sven. Und der zapplige Boy ist 23 Sekunden hinterm Lancer Driver. Hier jetzt mit dem BMW so, in der Schikane. Hier hat es jetzt gerade Klecks, ich greife mal den Klecks, hat hier dem Paul mal einen mitgegeben. Ich bin drauf. Aber Gott sei Dank noch ohne irgendwelche Konsequenzen. Ja. Zack. Und da ist das Manöver. Paul hat es nochmal abgewehrt. Ja. Oh, ich würde so gerne mal durchs Feld gehen und die anderen Jungs zeigen, die haben es auf jeden Fall verdient, aber es ist sowas von eng hier. Das sind nur 1,5 Zehntel jetzt, was der Paul Vorsprung hat von Klecks. Wahnsinnsrennen ja, von den beiden hier. Jetzt geht aber der GTR vorbei. Ich weiß nicht, warum Paul da so viel Luft gelassen hat. Ja, kann ich dir sagen, weil er genau weiß, dass Klecksi in die Box muss. Aha. Weil Klecksi kaum noch Sprit hat. Aber Paul hat noch mehr Sprit an Bord? Paul hat noch mehr Sprit an Bord. Okay. Aber der muss, denke ich mal, vielleicht noch rein. Das könnte für Sushi-Geräte gut sein, weil der hat ein bisschen mehr Sprit an Bord. Ja, wie gesagt, hier Klecks in die Box. So, gehen wir mal durch. Wir waren beim Zappling Boy mit dem Aston Martin. Das letzte Runde von ihm, eine 58,4. Kommt gerade aus der Box raus, beziehungsweise seine erste Runde nach dem Boxenstopp. Persönliche Bestzeit im ersten Sektor, noch 7 Runden zu fahren. Hat eine Minute, über eine Minute Vorsprung. Der Grewe, 28, ja. Welche Strafe meinst du? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wir schauen mal auf den Mirko. Mirko jetzt in der Box, Sven in der Box. Beide auf Medium unterwegs gewesen. Interessante Strategie. Ich hätte es ja versucht, ja, mit super weich oder weichen und dann halb voll tanken immer und Feuer frei. Ja, wir gucken mal. Ich sag dir gleich, wo mit der. So, ja. Mirko wieder raus. Der Sven, Mirko wieder beide auf weichen raus. Ja, Sushi, wie gesagt, durch den Boxenstopp vorbei. Aber ich sehe, da ist die Warnlampe vom Sprit an. Also muss Sushi nochmal rein. Ja, ich bin auf Milo, der jetzt fast 6 Sekunden Vorsprung hat von Paul. Aber Milo wird auch noch mal rein müssen mit dem GTR. Ich würde mal sagen, schafft er die 6 Runden noch? 50, ich sag mal 50-50. Gut, gehen wir auf den Paul. Das der oh, Sandro in der Box. Okay, danke dir, Grave, für die Info. Genau, der zapplige Boy in der Box, der wird aber auch nur ein ganz kleines Stück Sprit reinmachen, wenn überhaupt. Einmal neue Reifen, weiter geht's. Ja, der jo. Kampf vorne hat sich ein bisschen entzerrt. Paul hat jetzt 8,5 Sekunden Vorsprung. Geht jetzt in die Box. Jetzt schauen wir mal, ob Sushi auch in die Box geht. Der holt sich nochmal neue Reifen, der Paul. Sushi holt sich auch neue Reifen. Und der GTR vom Klecks jetzt auf Startziel.
durch die Coca-Cola-Kurve, jetzt auch Start-Ziel. Geht mit Sicherheit an beiden vorbei, wobei Paul nur neue Reifen nehmen wird. Sushi muss tanken und neue Reifen. Paul ist wieder raus. Genau, frische Reifen. Das wird jetzt nochmal eng bei den beiden, die letzten 5 Runden hier. Ja, aber wie gesagt, Sushi hat seinen 4. Platz. Wenn nichts dazwischen kommt, sicher. Das glaube ich auch. Weil Sven jetzt erst durch die NGK geht. Genau, 35 Sekunden Vorsprung aktuell stehen hier noch. Wird sich gleich ein bisschen verringern, weil Sven gleich über Start und Ziel kommt. Ist jetzt auf Start und Ziel. Aber Sushi fehlen jetzt 10 Sekunden zum Klecks. Das wird er nicht mehr aufholen. Wir gucken mal. Vorne ist alles ein bisschen auseinandergezerrt. Wir gehen auf den Sven. Der müsste jetzt auch durchfahren können. War in Runde 25 in der Box. Im wunderschönen Lexus RCF hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat die Liga-Sticker auch an der Seite drauf. Kann man super erkennen. Von der BRWT. So, Lenz geht jetzt nochmal an die Box. Ja, yep, dann gehen wir auf gut, Platz 7. Ich denke mal, gibt nur frische Reifen, jawohl. Und hat auch genug Vorsprung. Genau. Vorm Sandro. Sandro mittlerweile 1 Minute 4 Vorsprung vor Mirko. Und hat halt 38 Sekunden Rückstand schon. Der zweite Aston Martin hier im Feld. Was ich schön finde, es ist ein sehr, sehr schön gemischtes Fahrerfeld. Beziehungsweise Autofeld, das heißt, wir haben alle Marken eigentlich hier vertreten. BMW, Porsche war dabei, der Aston Martin ist dabei. Vorne die Nissan GT-Rs auf Platz 1 und 3. Der Mercedes und Milo geht jetzt in die Box. Wird einen Ticken nachtanken müssen, da bleiben wir auf dem Paul drauf. Dann der Lenz. Genau, bei fünf Runden würde ich sagen, gibt es nur frische Reifen. Ah, er steht noch. Sag, jawohl. Er steht noch. Ist jetzt Hübi hat, der Hübi hat zugeguckt und hat gesehen, da gab es nur frische Reifen. Ast rein und ist schon wieder auf Startziel. Enzer Driver mit dem M6 unterwegs, Mirko mit dem M6 unterwegs, Sven mit dem Lexus als einziger Lexus hier, Paul hier mit dem Aston Martin unterwegs, auf der 3 der Nissan GT-R vom Klecks. Und nur noch 3,5 Sekunden Vorsprung für Milo nach dem Boxenstopp, auch im Nissan GT-R. Ja, wo schalten wir hin? Aktuell alles ein bisschen auseinandergezogen. Die letzten 4 Runden hier sind wir gleich durch mit dem Rennen. Ich mach mal gerade hier den Vergleich zwischen Milo und Paul. Ja, der Paul hat mehr Sprit an Bord, hat die schlechteren Reifen wie der Milo. Also da denke ich mal, wird nichts mehr schief laufen. Ja, der Klecks nicht auf dem Niveau von Paul. Und 2,5 Zehntel Purple nach dem zweiten Sektor der Paul, da sind wir auch drauf. Der will jetzt hier nochmal die 54 angreifen, also unterbieten. Schauen wir mal, ob er eine 53 im Rennen drin fährt. Und will natürlich den Druck auf Milo vorne erhöhen. Ja, wenn ich sehe, der fährt eine 51 aus der, in der Boxenrunde. Boxen, ne? Schon 3,5 Zehntel Vorsprung. Das wird jetzt gleich ganz knapp. Da könnte die 54 fallen. Da vorne ist schon da der Milo. 3,5 Sekunden nur vor ihm. Ja, da muss die NGK-Schikane aber auch 100% klappen. Das sah super aus. Jetzt Coca-Cola-Kurve und dann haben wir hier eine neue Bestzeit. Da, der Tank ist leer. Neue Reifen drauf, feuerfrei. Hier, das sah auch gut aus. Das wird eine neue Bestzeit geben. Aber auch Milo ist schnell unterwegs. Schau dir das an. 54,1. 54,1. Aber Milo gerade die Boxenrunde auch eine 52,6. Also auch mega gut unterwegs, der Kollege. Wie sieht es beim Klecks aus? Klecks mit 55,7. Da kann er nicht ganz mithalten. Auch wenn er in der 27. Runde seine schnellste Runde gefahren ist mit 54,991. Ja. Ich guck nochmal, was der Sushi macht. Genau, da wollen wir gerade drauf. Ja, war 56. Kann den Speed jetzt nicht mehr mitgehen. Ja. Sven hat hier in Runde 27 seine persönliche Bestrunde gefahren. Genau. 55,0. Davor aus der Box gekommen mit 53,0. Jetzt eine 56,1. Also ist super unterwegs. Hat ein paar Probleme, die ein bisschen aus dem Spitzenkampf zurückgeworfen haben. Wir schauen mal, was der Lancer-Driver macht im M6 auf persönlicher Bestzeit. Jetzt in die NGK-Schikane. Jungs, da könnt ihr Zeit verschenken ohne Ende. Oder wenn ihr es übertreibt, kriegt ihr sogar noch eine Strafe. Also schwierige Stelle hier, wo man auf jeden Fall Zeit gewinnen kann, wenn man es richtig trifft.
So, jetzt kommt die neue persönliche Bestzeit von ihm. Schafft er das in Runde 28 jetzt? Ja, 56,696. Halbe Sekunde verbessert. Was macht der zapplige Boy? Der kriegt jetzt hier die blauen Flaggen, weil er Milo kommt. Wollte ich gerade sagen. Ja. Aber da spielt der Kollege sicher friedlich mit. Jetzt wohl vielleicht noch nicht vor der Schikane, aber nach der Schikane wird der Sandro Platz machen. Zack, geht rechts rüber, geht vom Gas. Herzlichen Dank, super gemacht. So wie er es gelernt hat beim Hübi. Ja, ich habe bei uns im Team viele Aufgaben. Eieieiei. Also wenn du Unterstützung beim Lackieren brauchst, sag Bescheid. Da geht's. Ich bin der Scout, ich bin Lackierer, ich bin Fahrlehrer. So. Ja, ich sehe gerade Mirko ein bisschen weit gegangen. Wie heißt der Bogen da unten eigentlich? Dunlop-Kehre, genau. Ne? Mühlenbachschleife, Dunlop-Kehre. Schon einige Namen genau, im Laufe der Jahre bekommen. Ich warte noch darauf, dass ich mein erstes Rennen auf der Nordschleife kommentieren muss. Hei. Da kenne ich nicht eine Ecke. Ich hasse die Nordschleife wie die Pest. Ja, dann weiß ich ja schon mal, wer dir die Strecke beibringt. Weil das ist mein Zuhause, die Nordschleife. Fahre ich auch im realen Leben, fahre ich gerne bei GT Sport, fahre ich bei iRacing gerne. Super schöne Strecke, macht mir tierisch Spaß. Ja, dann verrat mir mal deine Bestzeit beim Grand Prix Kurs mit der Schleife. In echt oder bei Gran Turismo? Wir reden jetzt hier von Gran Turismo. Beim Quali der GTEC, das 24-Stunden-Rennen, bin ich gefahren. 7:56,2, glaube ich, war das. Ja, danke. Dann darfst du zwei Türen weitergehen. Ich liege aktuell auf dem Walkenhorst bei einer 8:34. Ja, aber ich war gerne dort, das macht Spaß. Gehen wir nochmal auf den Führenden, der sich eine Sekunde Strafe eingefangen hat in der NGK-Schikane. Sind wir perfekt im Bild gewesen. Ist jetzt gerade seine schnellste Runde gefahren. 54,5. Also er gibt alles. Hat seinen Vorsprung auch ausbauen können. 4,2 Sekunden Vorsprung vor Paul. Also Paul hat jetzt ein bisschen federn lassen müssen. Sind jetzt in der vorletzten Runde. Oh, Klecks in der Box. Damit will Sushi an Klecks vorbeigehen nochmal. Oh, Klecks, Splash and Dash, neue Reifen, bisschen Sprit. War ihm das zu gefährlich? Ohne Sprit, nur Reifen. Ja, Klecks fährt wieder raus, besser draußen. Bleibt vor, Sushi. Wie gesagt, sprittechnisch sieht das hier bei allen so aus, dass die durchkommen. Wie gesagt, Milo ist in der vorletzten Runde. So, dann bei unserem kleinen Chaosrennen hier. Gehen wir nach vorne, Milo, 0,6 Sekunden Strafe noch. Hier würde er am besten noch abbauen, bis er am Ziel ist. Das wäre auf jeden Fall gut. Der Vorsprung dafür, den hat er. Hat 4,5 Sekunden Vorsprung. Vor Schmalzlocke. Schmalzlocke hat jetzt über 16 Sekunden Vorsprung auf den Klecks. Ist die schnellste Runde hier gefahren im Quali und im Rennen von P1 gestartet. Kommt auf P2 ins Ziel, da war der Milo etwas besser jetzt im Rennen. Die beiden sind ja von ganz hinten einmal durchs Feld geflügt. Auf der 3 hat uns hier eine super Show gezeigt, der Klecks mit dem zweiten Nissan GTR im Feld. Wir hatten vorhin einen Dreikampf, da waren die ersten 3,5 von einer Sekunde, also mega Action gewesen hier. Ah, guck mal in den Chat, da schreibt der Grinsler, ja, Fahrlehrer, das kann der Hübi. Ja, das habe ich schon gesehen, das ist schon mal sehr gut. Kommentieren kann er auch, das klappt nämlich auch super. Hat mir sehr viel Freude bereitet heute. Ja, mir auch, wie gesagt, so der Anekdote zum Grinsler. Ja, meine absolute Lieblingsstrecke ist Suzuka. Ja, und da mussten die Jungs fahren und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Grinsler, fahr mal hier, fahr mal da, fahr mal so, mach mal das. Ja, und schwupps ist er in dem Rennen im Qualifying Pool gefahren. Da ging mir doch das Herz auf. So, wir sind jetzt gleich am Ende hier.
Und zwar bleiben wir jetzt auf P1. Da ist in der letzten Runde der Milo. 3,6 Sekunden Vorsprung noch. Ich denke mal, das wird sich so ausgehen für ihn. Jetzt hier ersten Sektor, 6 Zehntel zurück, weil er seine Strafe abgebaut hat. Und ich werde jetzt nochmal hier runter zur Dummlautkehre. Da im Hintergrund sehen wir mit 3,8 Sekunden Abstand den Paul. Im Aston Martin, der ja auch die schnellste Runde gefahren ist mit 54,1. Ja, aber wie gesagt, der Erste, der durchs Ziel gehen wird, ist der Mirko. Warum? So wie es aussieht. Ne, die fahren doch alle ihre 32 Runden, oder? Nö, ich denke mal nicht. Aber Milo jetzt also hier durch Schumacher ist, können ja einmal mal auf Platz 8 gehen. Der jetzt also hier... Normalerweise... Ja. Nein, noch nicht, das der, heißt... Der muss die fahren die Runde noch zu Ende. Fahren. Genau, so. 4,6 Sekunden Vorsprung von Milo jetzt. Das wird der Gewinn, das Ding. Ich denke mal, das wird ihn keiner mehr nehmen. Starkes Rennen, trotz des Fehlers in der ersten Kurve mit Paul. Haben die beiden sich hier super durchgekämpft. Jetzt letztes Mal in die Coca-Cola-Kurve und dann gewinnt der Nissan GTR vor Milo hier. Oh, noch klein drin. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch ja, zum Sieg. Und auch Paul, mega Rennen von euch beiden. Hat uns sehr gut unterhalten. Dann gehen wir zu Platz 3. Da kommt der Klecks im zweiten Nissan GTR. Da ist er. Ja, und auch hier im Chat ganz stark vor Milo. Ja, das kann ich nur zustimmen. Und Klecks nochmal eine 54,6 gefahren. Gehen wir auf Sushi Gerät, Entschuldigung. Im einzigen Mercedes im Starterfeld. Kann ich nicht ganz verstehen. Super Auto. Zappliger Boy auch beim Ziel. Ja, auf P7. Genau. Glückwunsch, Sushi Grete. Jetzt auf der 5. Der Sven, der auch am Anfang stark vorne mitgemischt hat. Dann ein paar kleine. Oh, ja, so wie hier. Richtig. Drift gehabt hat. Ja. Ja. Glückwunsch, aber zu P5. Wir sind hier nicht bei der Drift Challenge. Nein. So, hier aber kommt der Mirko und der Lancer Driver. Die beiden M6 fahren zusammen ins Ziel. Milo, wisst ihr Bescheid? Ja. So, die beiden. Das ist auch fairer Sportsgeist. Genau. Dass man sich nach dem Rennen dafür entschuldigt. Ganz genau. So, die beiden M6 ja, jetzt hier in der letzten Kurve fahren ins Ziel zusammen. Das Teamkollegen, Mirko und der Lancer Driver? Das sind Teamkollegen. Wollte gerade sagen. Sind, wie gesagt, fahren hier schön Fotofinish. Glückwunsch zu P6 und P8. Da ist das Ergebnis. Gesagt, die... Leider nur 8 Autos ins Ziel gekommen. Wir hatten 2 Disconnects und vorher schon 2 Probleme. Leider Glückwunsch zum Sieg, Milo. Schönes Rennen. Habt ihr gut gemacht. Hat uns sehr gut gefallen. Hat uns sehr gut unterhalten. Jawohl, auch von meiner Seite. Und ich mache hier wie jedes Mal nach einem Stream das HGW. Der Grinzer gratuliert hier auch nochmal. War ein super Rennen, Jungs. Habt ihr uns sehr gut unterhalten. Hat uns viel, viel Spaß gemacht. Der Grinzer gratuliert eigentlich allen, den Lance, den Mirko. Eigentlich ja. Allen durch die Bank durch. Ja. Ich werde euch dann Stream hochladen, also das Quali, das letzte Quali, was stattgefunden hat und das Rennen. Ich denke mal morgen früh, vielleicht auch erst am Dienstag, muss ich mal schauen, wie ich schaffe. Lade ich euch das bei YouTube hoch, dann könnt ihr euch da auch nochmal anschauen oder 14 Tage hier bei Twitch. Übi, ich bedanke mich bei dir, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, können wir gerne wieder machen. Ebenso, ich gebe das Kompliment zurück. Wie gesagt, ich bin nächste Woche Samstag. Sonntag. Für die... Sonntag, ding, 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 ding. Wie gesagt, nächste Woche Sonntag für euch da im Split C. Und dann gucken wir die Woche drauf, ob wir wieder zusammen machen oder alleine. Genau, gerne können wir es wieder zusammen machen. Schon hin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schaut nächste Woche alle beim Hübi zu, da werdet ihr gut unterhalten. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Wir verabschieden uns. Schönen Abend euch noch und startet gut in die neue Arbeitswoche. Bis dann, ciao. Oh, und Wikinger TV sagt Ciao mit Au.